Falle einer Reifenpanne achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug abseits des Verkehrs auf einer ebenen, nicht rutschigen und festen Fläche abzustellen. Ziehen Sie die Feststellbremse an und legen Sie einen Gang ein. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist, stellen Sie den Hebel auf P. Falls Sie am Straßenrand stehen bleiben müssen, vergessen Sie auf keinen Fall, die anderen Verkehrsteilnehmer durch ein Warndreieck auf sich aufmerksam zu machen. Um an das Reserverad zu kommen, entfernen Sie den flexiblen Gepäckraumboden und heben Sie die Gepäckraummatte an. Entfernen Sie die mittlere Befestigungsschraube und nehmen dann das Reserverad heraus. Im Werkzeugkasten befinden sich der Radschlüssel und der Wagenheber. Wenn Sie diebstahlsichere Muttern haben, positionieren Sie den Entriegelungsschlüssel auf der Sicherheitsmutter. Um das Rad abzuziehen, lösen Sie zunächst die Radmuttern, ohne sie herauszuschrauben. Nehmen Sie dann den Wagenheber und setzen Sie ihn unter der Blechverstärkung an, die dem betreffenden Rad am nächsten gelegen ist. Ein Pfeil zeigt den Ansatzpunkt für den Wagenheber an. Den Wagenheber zunächst von Hand schrauben. Darauf achten, seinen Kopf korrekt in den Ansatzpunkt einzusetzen. Ein paar Drehungen mit der Kurbel ausführen, bis sich das Fahrzeug vom Boden hebt. Nun können Sie die Radmuttern ganz herausschrauben. Das beschädigte Rad abziehen. Das Reserverad auf die Radnabe schieben und drehen, bis die Befestigungsbohrungen von Rad und Nabe übereinstimmen. Die Radmuttern nun wieder einsetzen und langsam anziehen. Dabei sicherstellen, dass das Rad korrekt auf der Nabe anliegt. Den Wagenheber ablassen. Sobald das Rad auf dem Boden steht, die Radmuttern fest anziehen. Nun müssen Sie nur noch das defekte Rad in den Kofferraum legen. Achtung! Wenn Sie mit einem Reserverad fahren, überschreiten Sie nicht die auf dem Reserveradaufkleber angegebene Geschwindigkeit. Beachten Sie auch, dass das Reserverad nur eine Übergangslösung ist und Sie es so schnell wie möglich auswechseln müssen.